Wochen. Na, als ob. Nee, das nicht. Hallo, ihr schaut Mofan VR. Mein Name ist Mut Hansen. Heute ist der erste Spark-Dienstag im neuen Jahr. Und tatsächlich, Hippolo ist da, den kenne ich. Und Laker ist eigentlich Steffi. In der Haut von Laker. Und den Kamikaze kenne ich nicht, der hat aber auch noch nichts gesagt, oder? Kamikaze redet aber eigentlich auch. Achso, oh, guck mal, Kamikaze spricht sogar Deutsch, obwohl er einen PC hat. Was ist da los? Oh, ist das eigenartig. Was? Das kriegt doch schon immer von mir zu hören. Wieso? Kennst du ihn? Ja, wir haben schon oft gespielt, ja. Achso, okay. Kamikaze hat auch den eingebauten Gewinnermodus. Ach du. Kamikaze. Also, gar nichts. So, ich muss mich heute ein bisschen schonen. Ich habe immer noch eine komische linke Schulter, aber wir gucken mal, was läuft. Keine Ausreden. Aua. Der Boden ist geil. Was, hört ihr den? Ja. Wie kommt das denn? Hört mal auf, ey. Privatsache, was mein Boden für Geräusche macht. Gibt's doch nicht. Das klingt halt so geil. Das ist schön an Holzböden. Ach, ich liebe aber Altbau. Ich mag das. Da ist es ja auch schön und gemütlich. Ja. Aber das sind halt alte Holzböden. Nein. Kommst du denn darauf? Ich weiß auch nicht. Also ich weiß nicht, falls sonst jemand in deinem Hintergrund komische Geräusche macht. Ja, Isa ist das. Die isst Armbrot hier neben mir. Die knarrt so. Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn Isa mal solche Geräusche macht. Macht sie. Aber irgendwas nicht mehr. Ihre Knochen knarzen, weil sie eben 15 Minuten Beat Saber hier geknattert hat. Könnt ihr sie hören? Warte mal, sag mal, was ich sage. Hallo, könnt ihr mich hören? Ja, kann ich hören. Ja, können. Achso, sie kann euch aber nicht hören. Ich habe den Fernsehton natürlich aus. Echt? Okay, sie kann tatsächlich hören. Ich habe den Fernseher angelassen. Sie kann sich quasi live zuschalten. Ja. Uah. Ich höre nur Atmen und knarzende Boden. Ah. Besser als knarzendes Atmen. So, jetzt muss ich aber mal hier was vorlegen, ne? Machen wir noch einen, wie heißt das? Ah, Sudden Death, genau. Ja, läuft auf jeden Fall. Ach Gott. Ja, super. Fantastisch. So, ich muss mal langsam warm werden, deswegen würde ich mich vordrängeln. Ja, tu das. Wieso ist ein Kamikaze so klein? Klein, aber oho. Aber sein Avatar ist winzig. Was ist da los? Ja, er ist schon klein. Woher kommt das?
PC-Spieler. Ah, die sind nun mal klein, ne? Die sind immer klein. Oh ja, F5 hier drückt. Oh, mach ich doch. Muss hier aber auch erstmal klarkommen, ey. Uah. Uah. Ach, schön langsam. Auch was Feines, ne? Ja, so ein Schmufball ja. Immer zwischendurch. Das ist doch was Nettes. Oh fuck, jetzt habe ich mich mit meinem eigenen Ball treffen lassen. Das ist natürlich armselig. Ärgerlich, ja. Oh Gott, ich mache die schlimmsten Anfängergeschichten, ey. Aber es beruhigt mich gerade ungemein, dass du dich immer noch treffen lässt. Ja, ich brauche immer ein Weilchen. Ich brauche immer so 3 Runden, um so grundsätzlich reinzukommen. Dann brauche ich bei harten Gegnern auch gerne mal ein paar Runden, um die zu analysieren. Und dann schnetzel ich sie weg. Aber sowas von. Was? Oh Scheiße. Ich hab gedacht, der trifft nicht mehr. Interessant. Aber hey, immerhin 3 Punkte. Ja, ich sag doch, ich brauche immer ein bisschen, um ranzukommen. Ach Gott. Aber das Gute ist, je besser der Gegner, desto besser das Training. Das stimmt. Ah, oh, shit. Ja, passiert. So langsam komme ich aber in Fahrt. Müsst ihr jetzt so lange spielen hier? Komm schon, ich bin gerade ein bisschen warm geworden. Raus da! Ha? Ich dachte, ihr seid schon seit irgendwie 7:30 oder so da. Ach so. Alright. Oh Gott, du hast die letzten 2 Tage gespielt, in denen ich nicht gespielt habe. Und Kamikaze steht schon wieder im Windkanal. Verdammt. Komm, du kannst es ihm nicht übernehmen. Er musste sich gegen Mutensen verteidigen. Das kostet richtig Kraft. Der hat jetzt was zu atmen. Was ist eigentlich mit Mike? Der wollte doch eigentlich auch mal längs kommen. Ja, der wollte auch kommen. Ja. Nee, ich habe ihn auch nicht ups, gesehen. Ups. Ich hab nicht gesehen. Ich weiß nicht, was er hören will, oder wie war das? Was hast du für eine Brille, Kamikaze? HTC Vive. Ah, okay. Und sparst du auch auf eine PlayStation VR, ne? PlayStation lohnt sich für mich nicht, weil ich kann einfach auf Controller zocken oder was. Sinnlos. Was spielst du außer Spark? Boxen noch hier, dieses, wie heißt das? Creed, genau. Ah.
Das finde ich noch gut. Also alles zum Auspowern. Mehr gibt's ja nicht. Dann gibt's doch dieses Sable, wie heißt denn das Ding? Beat Saber. Beats, ja genau. Also alles so Bewegungsspiele. Ach, Beat Saber ist auch ganz schön fordernd, wenn du so in den höheren Rängen spielst. Das ist ganz schön krass. Okay. Und was ich tatsächlich auch benutzt habe, bevor es alles andere gab, war Fruchtninja. Fruchtninja. Kenn ich nicht. Ja, da hast du auch zwei Schwerter in der Hand und musst so Früchte zerschneiden und das ist auch ganz schön krass. Nach einer halben Stunde ist man da auch gut am Start. Und Sprint Vector, auch sehr zu empfehlen. Da, das ist so ein Parcours-Spiel, aber du bewegst dich, indem du die Arme so machst. Da bist du auch nach kürzester Zeit vollkommen außer Atem. Wird das auch noch gespielt? Ist das online, ja? Ja, du kannst es Single spielen, aber auch mit Leuten zusammen rennen, so, ja. So, und ihr versucht hier eine ausgeglichene Runde hinzukriegen, oder was? Ja, irgendwie. Hat's zu ergeben. Oh, der fiese Geschichte, ey. Auf dem letzten Drücker. Ich sag doch, ich brauche mal ein bisschen, um aufzutauen. Sehr gut. Wupp, daneben. Oh shit. Ach komm, ey, jetzt macht euch doch nicht die ganze Zeit über meinen Quietscheboden hier lustig. Ist ja furchtbar. Jetzt muss ich das Mikrofon leiser stellen. Ach, nee. Nein, der ist toll, der Quietscheboden. Klappe. Außerdem lenkt er mich ab. Gut, der macht nur Geräusche, aber bestimmt nie richtig. Natürlich, dass ich nur den Quietscheboden lade. Ja, der ist sehr empfindlich, der Boden, meinst du, ne? Dass er schon ab meinen zarten 100 Kilo hier anfängt zu quitschen. Ja, woher kommt sowas? Ach Gott. Also das läuft doch schon ganz anders hier. Ja, ist tatsächlich 50% von der Sachen, die ich so erzähle, sind tatsächlich kein Käse. Ah, ich muss mich aber konzentrieren. Guck mal, eine Katze hat den guten Doppelbett drauf. Aber komm, Katze, da muss noch mehr kommen. Hier der langsame Schleicher, wie ich ihn nenne. Die können auch manchmal ganz schön irritieren, die langsamen. Ja, 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 ja. Die langsamen Schleicher. Guck mal, er fängt schon an zu warten, bis meine Bälle kommt, um mit dem Schild zu agieren. Das ist das Zeichen, dass er nicht mehr weiter weiß. Da, ja, ja, er wartet. Er wartet und versucht den Doppelbett. Ein guter Move für Leute, die es nicht kennen. Das kann aber auch ins Auge gehen. Nicht schlecht. Ach, scheiße.
Ach, scheiße. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Mein eigener Ball. Fantastisch. So, ich glaube, eine Runde brauche ich noch. Dann. Helmut, du bist an der Reihe. Aber das mit zwischendurch warten ist immer ein bisschen langweilig. Wollen wir nächste Runde mal? Ja. Fantastisch. Also, nicht. Ich mach dich alle! Ja, ich weiß. Ich mach dich sowas von fertig. Ey, Titte, der haut ab. Ich brauche ein bisschen auf den richtigen Aggro-Level zu kommen. Kein Problem. Und sonst so? Netten Tag gehabt? Ja, ist ganz toll. Bei uns ist es grau und nass und kalt. Perfekte Kombination. Perfektes Hamburger Wetter. Ja. Aber ich kann dich beruhigen. Bei uns ist es nicht anders. Okay. Windig ist super. Ja, ich weiß auch nicht. Ich versuche mal so schnell wie möglich aus der Wohnungstür und ins Büro zu rennen. Ja. Und dann da nicht mehr wegzugehen. Ich kann ja eigentlich sogar im Büro spielen, aber wie ich letztens feststellen durfte, mit der Oculus komme ich nicht klar, ey. Das ist total verrückt. Ja, ja, ich habe ja mal mit der Odyssey gespielt und das ging echt besser. Das habe ich hinbekriegt, aber mit der Oculus kriege ich das nicht auf die Reihe. Das war echt erbärmlich. Anders, so vom, weiß ich nicht, Tracking oder? Ich glaube, ich habe mittlerweile in der PlayStation-Version den ganzen Scheiß so im Muscle Memory, dass es mir wirklich schwer fällt. Also diese ganzen kleinen Geschichten, die halt funktionieren, die funktionieren so schnell, weil ich weiß, dass sie funktionieren. Und bei der Oculus ist irgendwie es fühlt sich irgendwie anders an. Ich weiß nicht, was genau es ist, aber es ist viel schwieriger, sich da umzugewöhnen. Und ich werfe die ganze Zeit zum Beispiel Bälle, die ungefähr halb so schnell sind und so. Also es war unfassbar nervig. Letzte Woche ganz kurz gemacht. Und ich kann halt nicht im Büro anfangen zu schwitzen. Da muss ich nämlich nachher draußen in die Kälte und erkälte mich. Und das geht halt auch schlecht so. Nee, ist dann blöd. Das ist blöd, ja. Was sagt er? Ich akustisch immer noch nicht so ganz sicher hören. Wie lange du es bis nach Hause hast, ist gerade gefragt. Viertelstunde zu Fuß so. Okay. Ist jetzt auch nicht so schlimm, aber. Aber es reicht, um sich zu unterkühlen. Ich würde es jetzt nicht gerne verschwitzt machen wollen. Nee. So, Alter, mach ihn fertig. Wer auch immer wen. Hey, aber das Ergebnis ist gar nicht so schlecht. Na komm. Ich mach dir sowas. Was? Du hast einen Ball auf mich geworfen, pass doch auf. Was soll denn das? Aua! Die kommen ja alle auf mich zugeflogen. Jetzt mal ohne Scheiß. Pass mal ein bisschen auf, ja? Ich kann. Aua, da ist schon wieder einer. Oh Mann. Ist mir wesentlich lieber. Bitte nicht immer in meine Richtung, ne? Ich. Aua, aua. Ah, da ist mir voll in die Hüfte Oh. So eine Schweinerei. Bist jetzt stolz, alte Leute hier belästigen? Ja? Oh fuck! Muss ja auch nicht so anstrengen, ey. Mach mal locker. Ganz, ganz entspannt, ja? Oh Gott. Aua.
aua, aua, mein Kopf, mein Kopf. Mein Kopf, aua, ach. Die Steffi, ey. Zieht mich ja ab wie nichts Gutes, die Tante. Bumm. Das ist der Trick. Ich warte ab, bis sie sich verausgabt hat und dann schlage ich richtig zu. Ja, ne? Hey, verrate mich doch nicht. Dauert nicht mehr lang, oder? Jetzt habe ich sie. Jetzt habe ich sie. Jetzt ist sie gebrochen. Jetzt habe ich sie. Sag ich doch. Jetzt hat sie nichts mehr entgegenzusetzen. Hey, mein Ball! Mein Ball! Komm her! Oh, Scheiße. Das wird aber knapp Süßchen jetzt hier. Na, da habe ich aber noch mal Glück gehabt, ey. Oh mein Gott. Ich hab's heute irgendwie mit dem Satten selbst spielen. Oh Gott. Oh. Gott, das wird, ey, den einen habe ich eben nur aus Zufall zurückgehauen. Hör mal auf. Du machst echt ernst, ne? Das ist voll fies, ey. Das wird alles, dein Karma kommt auf dich zurück. Ich sag's, ey, sei vorsichtig mit sowas. Ah, ich weiß nicht. Ja, alte Leute auf diese Art und Weise zu beschämen, ja, beschämen, sag ich. Oh, sag mal, wie viel Strikes hast du denn bitte? Das ist ja normal. Oh nee! Ach komm! Das war echt unnötig. Und viele Leute denken jetzt so, oh, was für ein schöner Zufall. Wollen wir Tausch reinbringen, oder? Was? Wollen wir Tausch reinbringen? So, mir schwitzen schon die Hände, warte mal. Ich muss mir mal hier. Oh mein Gott. Das war vorhin noch schon, dass du mir gleich eine Drehstunde machen willst. Nein, das war gut so, aber der Kamikaze, der ist so fies. Ah, so, jetzt habe ich ihn überlistet. Jetzt denkt er, wir boxen, aber heimlich spiele ich Spark. Mal wieder ein langsamer Anschleicher. Ja, den hat er nicht kommen sehen. Wusste überhaupt nicht, wie ihm passiert. Er so, was? Das ist doch ein Trick. Der macht mich fertig. Psychoterror ist das, Leute. Psychoterror. Guck mal. Der Ball ist immer noch nicht wieder. Hallo? Soll das jetzt ein Witz sein? Was ist denn hier los? Oh, Scheiße. So viel zum langsamen Schleicher. Ja, man darf das nicht übertreiben mit den Schleichern. Dann wird's übel. Oh nee, ey. Das gibt's da nicht. Ah, Schleichung. Aha. Wow, der war krass zurückgeschlagen. Ja, der hat sich ausgeknarzt. Ja, der Boden muss eingeknarzt werden nach einer Weile.
ist er weich gequietscht. Hier ist er warm. Immer schön von der Seite. Ah, oh Gott. Gosh. Ich mach mal was anderes. Ach, hätte ich nicht machen sollen. Die Bälle sind mittlerweile so groß, die kann man gar nicht mehr verpassen. Oder doch? Muss man aufpassen. Das Problem ist auch mit den ganzen Strikes, die werden irgendwann für dich gefährlich. Ja, ja. Wenn der Ball so schnell ist, dann kann der Gegner den auch so krass schnell zurückhauen. Also ich hatte vorhin, glaube ich, 28 Strikes und das war echt. Oh, echt jetzt? Krass. Der war kaum noch zu halten. Oh, wir haben ja Gleichstand quasi, ne? Ja. Muss ich auch mal aufpassen. Das sieht schon wieder nach Sattendess aus. Ja, ich glaube auch. Es ist ja so ein Sattendess-Abend heute. Ah. Oh, mein kurzer Schnaufen. Kurze Pause vor der Verlängerung. Oh, das ging schnell. Shit. Da habe ich nicht aufgepasst. Sehr gut. So, aber das lohnt sich doch heute, Leute. Also ich bin schon ganz schön durchgeschwitzt. Es freut uns, wenn wir dich zum Schwitzen bringen, Mo. Gut ist, wenn mich nicht eure pure Anwesenheit zum Schwitzen bringt. Ich würde ja auch so sportliche Liegestütze machen, das kann ich in meinem Alter nicht mehr. Nee, Kniebeugen hat er, Kamikaze gemacht. Geht nicht, meine Beine beugen sich nicht mehr. Die hören sich dann an wie der Fußboden. Ich? 20? 20 sag ich. Okay. Gefühlt, aber mein Körper ist leider deutlich älter. Deutlich. Massiv. Massiv. Hey, geht straight auf die 60 zu. Auf was? Ja, in 10 Jahren. 60. Ich wollte gerade sagen. 10 Jahre. Das hast du jetzt aber rein interpretiert. Er geht auf die 60 zu, das ist doch nicht 67. Ich habe 67 verstanden. Also, da wärst du ein verdammt sportlicher. So, sag mal, Leute, ich guck mal. Ach so, das Dumme ist, wenn ich hier mitschneide, dann kann ich nicht ins Menü gehen, dann ist nämlich der Film zu Ende. Bleib mal hier, ich guck mal kurz draußen im Menü, ob noch jemand rumläuft. Ich bin gleich wieder da. So, das Ding ist nämlich, wenn wir zu viert in einer Party sind, dann sind wir für den Rest von Spark unsichtbar, weil die voll ist. Und deswegen ist es eigentlich am Spark-Dienstag spätestens total toll, wenn man hin und wieder mal rausgeht, wieder reingeht und mal guckt, ob noch Leute unterwegs sind. Wenn man diese Dinger hier anhebt, dann updaten die sich meistens. Aber so wie es aussieht, sind auch eventuell gerade keine Leute unterwegs. Mike wollte eigentlich noch kommen und... Naja, es gibt so zwei, drei Leute, die man immer wieder beim Spark trifft. Oh, Hilfe. Ich bin allein. Jetzt habe ich vielleicht Pech gehabt. Ja, interessant auch, dass er mich nicht in die Dreier-Kombi wieder reinsetzt. Jetzt muss ich ein bisschen versuchen. Ja, wie ihr seht, ne? Also auch Spark sollte man regelmäßig trainieren. Sonst wird man weich. Starten. Genau, aber Steffi spielt richtig gut, finde ich. Also dafür, dass sie erst seit einem Monat oder so nach dem Gewinnspiel angefangen hat, spielt sie Bombe. So, da sind wir wieder. Hallo. Ich habe niemand anders getroffen. Keinen anderen getroffen bisher. Also ich habe vorher gesehen, dass der Grader online ist, aber die Gruppe war voll. Der was? Der Grader. Aber auch in Spark? Ja. Ach so, es kann sein, wenn die in einer
Spark-Runde zu viert sind, dann sehe ich die halt auch nicht, ne? Genau. Und Lance Jones hat eigentlich auch gespielt. Wer? Lance Jones. Kenn ich den. Kennst du nicht? Was ist denn das? Was ist das? Kann man das essen? Nein. Es läuft etwas rum und hat Stöcke. Jetzt redet der andere noch vorbei. In sich. In sich Stöcke. Das ist mir alles so. Ja, so, solange du gute Rechtschreibung machst, alles cool. Solange es Seid und Seid richtig geschrieben wird. Ja, dabei glaube ich, wird Seid wirklich so geschrieben. So, aber guck doch mal bitte, ob tatsächlich der Mic online ist. Wie gesagt, ich kann es leider gerade nicht machen, dann unterbricht das Video. Warte mal. Das wäre ganz nett. Der Mic ist online. Und auch mit Spark? Ja, dann spielen die echt in der Vierer-Crew. Kannst du dem eine Nachricht schicken? Nee, das kann ich selber. Warte, das kann ich mit dem Handy machen. Ah, der Grader ist raus. Aber dann müssten sie ja eigentlich frei sein. Nein, darfst du nicht. Wer darf nicht? Du. Du? Du hast nicht die Mike-Lizenz. Ich hab schon mit Mike gespielt. Ja, deswegen. Ohne Lizenz. Deswegen bist du jetzt gesperrt. Ich? Logisch. Ich? Natürlich. Ich guck mal ganz kurz noch mal draußen. Bin gleich wieder da. Hängender Hamper. Ah, die Stille des Menüs. Wie erfrischend. Meine Güte, ich schwitze aber ganz schön. Mir läuft die Soße hier runter. Aber komisch, dass ich die anderen nicht sehe. Ist ein bisschen ein Nachteil, ne? Irgendwie, wenn sich ein Vierergrüppchen gebildet hat, dann zeigt er nicht an, dass sie überhaupt da sind. Das wäre eigentlich auch noch eine gute Zusatzobsession hier in Spark, dass man sieht, wie viele Leute generell da sind und dass man vielleicht sich so anmelden könnte, dass man sagt, hey Leute, wenn Platz frei ist, dann möchte ich gerne reinswitchen oder so. Ah, jetzt bin ich wieder in der Lernparty. Mau. Mau. So, und wie gesagt, das Dumme ist, wenn ich ein Video aufnehme, kann ich nicht ins Menü, dann ist die Aufnahme zu Ende. Dann bricht das hier ab und ich habe eigentlich keinen Bock, dann irgendwie lauter Videoschnipsel zu haben. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass die quasi Platz machen in ihrer Gruppe, wenn ich mal mit denen spielen möchte. Mike? Mo? Mike? Grüß dich. Mike? Ja? Mike? Bist du gerade alleine unterwegs? Ja. Hast du schon mit den anderen gespielt? Nee, ich versuche irgendjemanden die ganze Zeit zu treffen, aber ich bin immer alleine in der Lobby. Achso, ja, weil wir, also ich bin mit Laker und, oh Gott, wie heißt der andere? Holo, egal, und einen PC-Typen in einer Gruppe und bin jetzt extra mal rausgegangen, um zu gucken, ob noch mehr Leute unterwegs sind. Okay. Und Steffi ist da, also Laker ist Steffi. Ja, ja, klar. Und eigentlich wollte sie auch mal gegen dich spielen, ich weiß jetzt nur nicht, ich nehme gerade ein Video auf, ich kann nicht ins Menü und Leute einladen und so. Aber wenn du jetzt Steffi einlädst, dann könnte sie im Prinzip zu uns kommen, dann kann nur der
dritter Typ, der noch da ist, nicht join, weil... Warte, ich versuch's mal. ...du nicht mit dem gefriendet bist. So, nicht da. Steffi, und wer noch? Ja, weiß ich nicht. Ich kann mich gerade an den Namen nicht erinnern. Scheiße. Scheiße. Warte mal kurz. Hey Polo? Ja, genau. Hey Polo. Hey. Ah, sehr gut. Die üblichen Verdächtigen. Ach, den kennst du auch schon, oder was? Ja, der... Ja. Keine guten Erinnerungen. Hä? Wieso? Was ist los? Der hat mich einmal fertig gemacht. So ist das Leben, Mike. Ich bin das nicht gewohnt. Okay, das bedeutet, du möchtest jetzt nicht gegen mich spielen. Alles klar. Na los, komm. Wir haben auch noch einen PC-Typen da, der heißt Kamikaze und der ist auch richtig gut. Naja, ich habe schon ordentlich geschwitzt heute. Ich wollte halt eigentlich mal kurz rein schnuppern. Aber? Echt? Bum, bum, bum. Was war das denn? Für einen Trickball. Na, da hast du ja ein großes Programm. Sag mal, was machst du denn hier? Hallo? Ha? Hi, ich hab Mike gefunden. Oh fuck, mein eigener Ball. Nicht schlecht. Din, 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 din. Ah, guck mal. Jetzt haben wir aber Kamikaze alleine gelassen, oder was? So sieht's aus. Na, siehst du jetzt bei Mike. Was? Geil. Ich habe einen anderen Raum. Ach, ich auch. Schön. Und da werden wir wieder. Ich habe euch aber Einladung gekriegt. Ja, mir, ja, ich habe auch die Einladung gerade angenommen. Okay. Aber Helmut ist gerade raus, sagte, ich gehe mal in einen anderen Raum. Ja, und ich habe auch eine Einladung gekriegt. Helmut. Aber Kamikaze kann jemand machen, wenn er PlayStation hat. What? Come on. Das ist jetzt aber Hardware-rassistisch. Aber Kamikaze ist nach Hause, hat er gerade gesagt. Ach so. Hä? Er geht jetzt nach Hause. Wo war er denn bitte? Ich meine, im Ernst. Ich weiß nicht. Und das Borkhalle. Stell dir mal vor, irgendwann gibt es halt extra so Hallen, wo man dann aber virtuell Spark spielt. Ja. So voll verkehrte Welt. Mike, hör mal auf, so aggressiv zu spielen hier. Ja, das hast du davon, ne? Das hast du davon. Oh, fuck. Das war aber selten dämlich. Oh mein Gott. Ihr schenkt euch ja wirklich nichts. Ja, ich muss Mike immer anteasern. Wenn er zu weit hinten ist, dann verliert er ganz schnell die Lust. Und dann will er wieder wochenlang nicht mit einem spielen, weißt du? Muss man ihn immer so ein bisschen füttern. Guck, jetzt hat er aber das Gefühl, dass er im Prinzip eine Chance hat. Und bleibt am Ball, ja? Und spielt weiter. Und ich muss gar nichts mehr machen. Guck. Ja, Mike. Das hätte klappen können. Der war richtig knapp. Sehr gut, sehr gut. Lass mich mal. Oder so. Mach du. Der Mike ist auch noch nicht warm. Ach so. Ach nee, nicht. Okay, naja. So. Gucken wir uns mal die Protagonisten an. Hallo, Hippolo, aus welcher Stadt kommst du denn? Ich kann nicht dabei reden. Was? Aber ich kann nicht dabei reden, ist reden. Der Name einer Stadt wäre viel kürzer gewesen. Aber wenn man sich nicht... Oh. Eine Stadt hat... Er kommt aus Halle. Echt jetzt? Ja. Und auch, aber die Stadt meine ich. Ja, Halle? Ja, er ist in der Halle, das sehe ich. Aber nein, Stadt. Die Stadt? Halle. Ach so.
Also, das Duell lautet Berlin gegen Halle. Wo sind die besseren Menschen? Wo kommt ihr her, Steffi? Naja, das ist die Frage ursprünglich oder wo ich lebe. Hä? Naja, ich lebe auch in Halle. Ohne Scheiß? Ja, ohne Scheiß. Dir ist schon klar, dass das im Osten ist, ne? Ja, nein. Aber ich komme ursprünglich aus Südwest, ganz südwestlicher Zipfel von Baden-Württemberg. Normal. Also Schweizer, französische Grenze. Ja, ja. Ich verstehe. Ich versuche sofort mit den Einheimischen Kontakt aufzunehmen. Na, und wie geht's? Soll es jetzt sächsisch sein? Oder? Ja. Na, gell? Aber warum, was hast du denn gemacht, dass du nach Halle ziehen musstest? Na und? Marcel? Hast du noch nie was von Düsseldorf gehört? Naja, ich hab mich halt irgendwann entschlossen, mitzugehen. Ist okay, Spa kann man überall spielen. Alter, hey Polo, jetzt atmest du aber so laut, dass ich nichts mehr hören kann. Ohne Quatsch jetzt. Aber die kämpfen hier ganz schön, ne? Los, Mike, zeig's ihm. Du bist doch Berliner. Du musst doch was gehen. Berliner, Berliner. Ja, der Helmut, der ist gut. Helmut, hör auf zu atmen. So, jetzt reicht's aber. Jetzt ist aber nur ein Zapfenstreich. Steffi, jetzt bin ich aber nur wieder gefolgt. Naja, komm. Am Ende meiner Kräfte. Hey! Hab ich vielleicht nicht vorgezogen. Du hast dich vorgedrängelt. Oh, Menno. Das darf er gar nicht. Hast du ihm die Lizenz erteilt? Nein. Er hat sich vorher beschwert, dass ich keine Lizenz habe, mit dir zu spielen. Ja. Ich? Ja, ich habe keine Lizenz, mit dir zu spielen. Die hätte er nie erteilen müssen. Hallo, Leute, muss ich echt die Basics immer wiederholen? Alter. Mensch, Mike. Alter. Wenn du jetzt gegen jeden verlierst, dann schmälert das irgendwie meinen Sieg. So, tut mir leid, das konnte ich nicht verstehen. Der hat Hallensisch gesprochen. Dann müssen wir mal gucken, ob wir später jemanden finden, der das übersetzen kann. Hey! What's up? Gucken wir mal. Das klappt bestimmt. Alle haben ja. Die Steffi hast du leider ein bisschen zu gut trainiert, Mike. Ja? Da hätten auch 60% gereicht. Das ist doch keine Freude. Ich habe auch schon gegen Steffi verloren übrigens, ne? Was? Steffi, hör auf damit. Ja? Was? Was ist mit mir? Steffi. Aber ich hatte da das Liebste. Jetzt reiß dich nochmal zusammen. Du hast dem Mann was zu verdanken. Das weiß ich doch. Das hat er auch schon oft genug zu hören gekriegt. Weißt du, aber so ist das, ne? Man hilft den Leuten, man unterstützt sie. Ja. Und dann kriegt man ein Messer in den Rücken. Ein Messer. Ja, so ist es. Sie warten, bis man eine Schwachstelle hat. Und zack. Gibt's auch die Fresse. Toll, das war ja. Ich wollte ihn fangen. Ja, eigentlich, wenn ich mich so bewege, geht's jetzt, aber
Ich habe so komische Schmerzen im linken Arm. Ha? Dann weiß ich, was es ist. Na? Das ist Stillstandskorrosion. Also ich übersetze das jetzt mal auf Deutsch. Er war der Meinung, ich wäre eingerostet. Ja? Mutenden. Als ob. Als ob. Nee, aber ich habe jetzt tatsächlich versucht, eine Woche lang meine Schulter ein bisschen zu schonen. Gestern bin ich auf den cleveren Idee gekommen, Holoboy zu spielen, weil er da nur mit dem rechten Stick arbeitet. Aber so sehr lieb, dass ich dich gebeten habe. Und dann habe ich noch eine Runde Beat Saber gespielt, aber da kann man einhändig nur auf Expert spielen. Das ist total heavy. Das war mir einfach zu krass. Das hat keinen Spaß gemacht. Ja? Das ist langsam macht keinen Spaß mehr. Mike ist beleidigt. Ich fühle mich hier wie bei Star Wars, wo sich dann die Schüler gegen den Meister auflehnen. Genau so ist es auch. Ich weiß zwar nicht, welche Szene aus Star Wars das sein soll, aber... Aber die ist es auf jeden Fall. Ja. Spark Wars. Spark Wars. Wird der Schüler den Meister schlagen eines Tages? Wird es soweit sein? Ich fahre diesmal eine andere Technik. Ich lass mich einfach nicht treffen. Aber Sie haben Kick. Oh, das war eigentlich mein Plan. Das hat aber doch getroffen. Dieses Spark, man weiß nie, was man bekommt. Es ist wie eine Schachtel Pralinen. Polo musst du ein bisschen tiefer spielen. Mit dem Maulwurf. Ah, sehr guter Tipp. Wenn er sich richtig anstrengt, dann guckt nur sein Kopf aus dem Boden raus. Gottes Willen. Leute, hört mal auf zu lachen, das ist doch hier kein Spaß. Da ist sie wieder, die deutsche Eiche. Die deutsche Eiche? Was? Was ist das hier? So haben wir ihn irgendwann genannt. Ah. Wen denn? Na, Helmut. Helmut. Weil ihn nicht trifft. Nicht oft, auf jeden Fall. Ah, wollen wir mal gucken. Das kriegen wir schon hin. Hey, er ist einfach nur schnell. Aber Helmut ist auch ein kleiner Schisser, ne? Ja, er ist ein Schisser, ja. Er ist schön mit dem Schild immer so, ah, bitte nicht treffen. Oh, nicht treffen. Ich habe ein Schild, treff mich nicht. Ich will nicht getroffen werden. Das Schild weg. Na, gucken wir mal. Auf jeden Fall kriegt man bei Helmut schön viele Strikes und kriegt einen tollen, schnellen Ball. Das hat mir aber auch nicht geholfen. Dann hat er auch 15 Strikes oder so. Hat auch nichts gebracht. Nee, ja. Ah, das klappt schon immer. Irgendwann, früher oder später, findet man eine Lücke. Ich sag mal, guck mal, und jetzt farme ich wieder Strikes. Das geht ganz schnurgerade. Alles folgt hier einem eisernen Plan. Ich mag ja eher so die Aggro-Spiele, wo man einfach krass bolzt. Wie die Wikinger. Wie Steffi. Hallo? Die Wikinger. Die Wikingerinnen? Wie heißt denn sowas? Jetzt denken alle, hier steht so eine 1,80 große Frau, 100 Kilo. Naja, ich habe ein Foto gesehen. So, Steffi, jetzt gibt's auch die Fresse. Aua, mein Knie, aua. So, jetzt gib mir einen Ball. Wie alt bist du denn? 31. Verdammt. Verdammt. Aber es hat ja nichts zu heißen. Doch, hat es. Wahrscheinlich schmerzen deine Knie nicht schon morgens. Beim Aufstehen.
So, wir machen wieder dieselbe Technik. Wir machen sie müde. Denn mit ihren ungestümen 31 denkt sie, reinpowern ist voll das Ding. Und dann kann sie einfach nicht mehr. Ja? Und dann wird sie wie eine... So hab ich dich genannt. Wir spielen ein Spiel. Seht ihr? Psychologische Kriegsführung. Sie ist alle. Sie ist gebrochen. Sie weiß, dass sie keine Chance mehr hat. Und gibt innerlich schon auf, ja? Das ist ein ganz großer Fehler. Innerlich aufgeben beim Spark ist das Schlimmste. Wer, ich? Doch. Wer wohl hier nicht hinterherkommt? Ho. Oh, shit. Mike, bist du ein bisschen... Bist du irgendwie auf einer speziellen Seite? Kann das sein? Höre ich da eine gewisse Genugtuung raus? Wenn sie hier einen alten Mann... Das was? Wenn du schliefst, ist das schon Freude genug für mich. Okay, ich kann das fake Schnaufe auch sein lassen, wenn du möchtest. Wann hattest du es gemacht? Oh, da hat sie sich auch im Kalender angekreuzt. Ja, komisch. Was denn? Das Video, was du immer noch nicht veröffentlicht hast, in dem ich gewonnen habe. Oh. Ja, das ist abhanden gekommen, ey. Tut mir voll leid. Das wirst du wohl niemals beweisen können. Ah, oh, dumm gelaufen. Ja. Übrigens, so funktionieren all meine Siege. Ne? Ja, ich nehme ein Video auf, ey. Voll cool. Und dann, wenn ich nicht gewinne, dann so, ja, nee, tut mir leid, das ist echt verloren gegangen. Ey, voll scheiße, ey. Tut mir auch, ja, kannst nichts machen, ne? Wie, du hast es selber vorsichtshalb aufgenommen. Sag mal, jetzt lässt dir aber wirklich nichts mehr einfallen hier, ne? Komm, Steffi, kannst das? Naja, na gut. Was soll ich sagen? Hast du sehr schön gemacht. Es war ein kurzer, schöner Traum für dich. Wie? Steffi, am 23.12. Ja. oder 11.? 12. Möchte einer gegen Podos und steig ich in den Ring? Mo, ja? Das musst du mal reinziehen, ja? Das ist noch nicht mal ein Monat her. Da stand sie wirklich hier und wusste ja nicht, wo oben und unten ist. Sieht immer noch so aus. Das ist so krass. Nee, weil viele auch meinten, nee, ist mir zu schwer und bla. Du hast jetzt 3 Stunden pro Tag immer gespielt, wa? So, ich geh mal rein, die wollen offensichtlich nicht. Ja, sie spielt sehr, sehr gut. Für ein Mädchen. Das schneide ich raus. Sag mal, und wie findest du denn Steffi? Also Steffi ist... Und rauscht plötzlich, ganz furchtbar. So, bei dem Kollegen hier kann man sich immer schön ausruhen, weil er halt langsam spielt, ne? Nee, ohne Scheiß, guck mal, er wartet immer mit dem Ding, das kann man selber auch machen. Und dann ist eigentlich alles gut. Ja, wie immer, schön Strikes farmen, guck mal, er wartet schön mit seinem Schild, macht selber keinen Wurf. Dadurch hat er nicht so eine hohe Wurffrequenz und ermüdet mich quasi auch nicht. Jedes Mal, wenn ich getroffen werde, bin ich immer selber schuld. Da kann er nie was dafür. Ich habe vorhin bei unserem ersten Spiel übrigens nur 4-5 verloren. Echt? Ja. Hattest du nicht 4-5 gewonnen? Naja, bei uns bei dem am 23., aber vorhin unser erstes Spiel. Da hattest so, du ja. 4-5 gegen mich gewonnen. Natürlich. Logisch. Und ich habe echt alles gegeben. Ich war richtig krass. Du warst richtig am hart. Anschlag. Richtig hart. Hart warst du, sehr schön. Oh. Ich glaube, jetzt habe ich auch durchschaut, wo er immer ist, wenn er nicht getroffen werden möchte. Jetzt können wir ihn richtig auseinandernehmen. Passt mal auf. So.
Und was ich hier mache, indem ich das erzähle, mache ich ihn eigentlich nur philosophisch fertig. Scheiße, ich kann es nicht aussprechen. Psychologisch, weil er denkt, ich habe jetzt wirklich herausgefunden, wie es geht. Und auch innerlich aufgibt, wie die Steffi, ne? Und es ist quasi, er kann quasi jetzt gar nicht mehr gewinnen. Unmöglich. Ja? Ich muss mich wirklich blöd anstellen, wenn das noch was werden soll. Aber das Gute ist, ich bin blöd. Ja. Herzlichen Glückwunsch für diese Erkenntnis. Oh, das war dämlich. Ich sag ja, ne? Also im Prinzip hat er keine Chance, jemanden zu treffen, wenn der nicht selber einen Fehler macht. Da muss er echt mal dran arbeiten. Er ist so. Sobald du auf einen guten Gegner triffst, ist halt Feierabend. Weil ich auch nur so random werfe und hoffe, dass ich treffe. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und, aber was, um was zu beweisen war, ne? Ich habe mich in den Ball reingeduckt. Den Abstand nicht zu groß haben lassen. Aber du musst wirklich mal mutiger spielen, weil der Trainingseffekt ist gering, weil man sich nicht so viel bewegen muss. Ich dachte, es geht um Punkte. Schade. Nee, es geht nur um, schwitzt man oder nicht. Der Rest ist wurscht. Ich weiß leider gar nicht, ich muss mal auf die Uhr gucken, Leute. Das Video hört ja automatisch auf. Ich glaube, wir haben jetzt eine Stunde voll. Kinder, ich werde mal Feierabend machen mit der Aufnahme. Und, ey. So, das war's vom heutigen Spark-Dienstag. Das Übliche, ein verzweifelter Mo fängt an, Leute zu beleidigen. Aber wenigstens hat Mike an der Wand verloren, so. Und wenn der seinen Helm abnehmen würde, dann würdet ihr die Tränen sehen. Die Tränen, sag ich euch. Alles klar. So, also Leute, nehmt das als Motivationsvideo, dass ihr nächsten Donnerstag mal selber vorbeikommt, damit wir mal alle zusammen spielen können, okay? Spark Dienstag, Mut Hansen ist ab 21 Uhr hier und wie ihr seht, auch ein paar andere Leute, deren Namen ich nicht erwähnen brauche, die sind nicht so wichtig. Oh, guck mal hier. Die haben sich beide so gefreut, dass sie beide einen Punkt kassiert haben. Ah. Ah, jetzt dreht der Mike aber auf. Jetzt wird er aggro, guck mal. Ja, jetzt kennt er... Mike, das ist immer noch eine Frau, ja? Die erst seit einem Monat spielt, okay? Come on. Okay, Kinder. Wir sind raus. Schreibt mal ein bisschen in den Kommentaren, ob ihr auch mal Lust habt, vorbeizukommen. Dann könnt ihr ein bisschen mit Hey Polo trainieren. Oder Steffi fertig machen. Bis dann. Ciao.